Bisher hatte ich wirklich mega Pech mit den Pistazien-Geschmackspulvern. Jedes Mal, wenn ich eines probiert habe, ist mir die volle Ladung Marzipan entgegengekommen. Bei dem Chunky von Moor habe ich große Hoffnungen, dass die Pistaziennote natürlicher rüberkommt. Endlich mal ein Pistaziengeschmackspulver, welches nicht nach Marzipan riecht. Dieses grünliche Pulver mit den kleinen weißen Schokostückchen und den gehackten Pistazienkernen duftet sehr süßlich sowie fein nach Pistazie. Im Topfen-Joghurt-Mix kommt die Pistazie sehr dezent durch. Beißt man auf ein Pistazienstückchen, intensiviert sich das Pistazienaroma. Die Süße ist hier etwas dominanter wie die nussige Note, was zusätzlich noch durch die kleinen weißen Schokostückchen unterstützt wird, wenn man auf diese trifft. Daher empfiehlt es sich bei der Kombi erstmal weniger Pulver mit hinzuzufügen. Was mich jedoch am allermeisten überrascht hat, war der Taste-Test mit Milchkaffee und Chunky. Obwohl der Kaffee selbst schon eine kräftige Note abgegeben hat, ist der Pistazienflavor unverkennbar rausschmeckbar, so als würde man einen Kaffee trinken und gleichzeitig Pistazienkerne essen. Dieses Pistazien-Chunky ist echt mal eine Innovation. Hier wird nicht nur damit beworben, man erhält auch genau das, was man sich von einem Pistazienflavor erwartet.